Wieder grüßt der Teilfahrer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Minecraft Adventure Map war ja leider etwas kurz. Leider waren es nur zwei Teile. Naja, steckt man nicht drin, macht man nichts. Aber ich habe auch schon vorgesorgt, ich habe schon die nächste Adventure Map. Also, das lässt dann nicht lange auf sich warten. Und ja, heute bei dieser Aufnahme ist es mein Ziel, die Insel ein wenig zu erkunden und Schafe zu Tiere zu finden, die ich dann bei mir einsperren kann. Bin natürlich ein fieser Kerl. Ich sperre Tiere bei mir an. Was habe ich denn jetzt gerade mit den Schafen? Natürlich, ich brauche natürlich auch Wolle. Und von einem Zuschauer wurde mir gesagt, dass durch das Nether-Portal Gegner rauskommen können, Feinde rauskommen können. Deswegen hat er mir geraten, dass ich mir eine Eisentür bastel, damit da auch ja keiner rauskommt. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Ich brauche zwei, da ist nämlich zwei breit. Komm her. So, so, Stein, Stein, Stein. Jetzt brauche ich natürlich auch noch einen. Alter, bin ich jetzt gerade völlig durch den Wind. So, jetzt aber. So, jetzt, wie geht ein Hebel? So geht ein Button. Hebel geht andersrum. Ein Hebel. Brauche ich dafür Cobblestone? Ja. Ich brauche dafür Cobblestone. Okay, habe ich meinen wertvollen normalen Stein nicht verbraucht. Das ist schön. Kommt wieder da rein. Warum habe ich hier eigentlich ein Goldschwert? Das nehme ich einfach mal zu meinen Werkzeugen. So, dann wollen wir mal da und dahin. Da muss ich da natürlich auch zumachen. Auf Glowstone geht's nicht. Okay, mach mal's halt so. Jetzt brauche ich doch noch meine Steine. So. Dann wird das jetzt zugemacht. Jetzt kann dann auch hier wirklich keiner mehr rauskommen. Darunter, ich habe drei Brot. Habe ich nicht auch noch mehr zu essen? Ja, fünf Brot nehmen wir natürlich mit. Ich bräuchte Weizen. Wenn ich mich jetzt dann auf die Suche mache. Schwert, habe ich noch ein Schwert? Das Goldschwert kann ich vielleicht mal mitnehmen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Lass mich mal überlegen. Warum habe ich eigentlich zwei Sättel? Ich bin gerade am Überlegen. Brauche ich noch irgendwas? Ich nehme vielleicht mal eine Werkbank mit. Die Stücke und Eisen. Okay, vielleicht nicht das ganze Eisen. Die Hälfte. Okay, ich denke, dann wäre ich auch gerüstet. Ich brauche jetzt dann nur noch ein bisschen Weizen. Ein Enderman. Wisst ihr was? Den mache ich jetzt noch schnell. Wo ist er jetzt hin? Enderman. Enderman. Komm raus. Ich will nur ein bisschen mit dir spielen. Okay, das ist abgehauen. Soll mich nicht weiter stören. So, ich brauche Weizen. Natürlich habe ich keinen Weizen. Das ist ein bisschen scheiße.
Ja, dann gehen wir mal einfach mal so auf den Weg. Ohne Weizen. Ich habe da natürlich jetzt auch noch nichts vorbereitet. Gehen wir einfach bei dieser lustigen Musik hier raus im strömenden Regen. Autsch, das war nicht gut. So. Komm, komm doch mal hier runter. So. Kommen wir uns mal nach draußen. Aus diesem Tal. Da ist eine Höhle mit Kohle. Kohle nehmen wir mit. Kohle kann man immer gebrauchen. So. Ich bin ja jetzt erst wieder Level 3. Das ist ein bisschen scheiße, weil ich ja im Nether gestorben bin. Durch diese doofe Lava, die da war. Die musste sich erstmal regenerieren und ich spring direkt in den Lavafall rein. Natürlich nicht schön. Wow! Alter! Schubst mich der Zombie da einfach runter? Was ist das denn für ein Benehmen? Oh, da kommen noch welche. Auf! Da ein Schweinchen gesehen. Oh, da sind ein paar mehr Schweinchen und sogar eine Spinne. Aua. Autsch. Muss hin. Ninja-Angriff. Von oben. Hat ja nicht viel gebracht. Da steht ein Creeper. An das Schweinchen komme ich leider nicht ran. Da ist auch noch ein Schweinchen. Autsch. Oh, da ist aber viel. Da gehe ich lieber nicht hin. Rückzug. Sind mir zu viele. Das ist ein Spinnauge, was ich eigentlich nicht brauche. Ich bin hier jetzt auch auf der Suche nach Festland. Naja, Festland in Anführungszeichen. Es gibt ja kein richtiges Festland. Komm her, Schwein. Wo ist das Schweinchen denn? Hä? Da schwimmt's. So. Da ist es geschwommen. Die Erfahrung holen wir uns auch. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Fleisch. Ah. Komm her, Schweinchen. Hast du Fleisch gedroppt? Nein, sieht nicht so aus. Und eine Kuh. Oh, Errungenschaft erzielt, Cowboy. Ich habe aber doch Leder schon gefunden gehabt. Ja, wahrscheinlich habe ich es natürlich nur gefunden. Es war nämlich in dem einen Dungeon, den ich mal gefunden habe. Und das Finden zählt natürlich nicht dazu. Du musst es dir selber besorgen, das Leder. Wir uns auch ein bisschen hier für Nahrung sorgen. Habe ich's? Ja, habe ich. Hühnerbrust. Da ist noch eine Kuh. Nehmen wir natürlich auch. Ich brauche nämlich das ganze Leder für meine Bücher. Für meine Bücherregale. Da ist ein Creeper. Nochmal eine Kuh. Da ist auch noch eine Kuh. Nein, der Creeper kommt. Schneller als der Creeper. Super. Geh weg, Herr Creeper. Ich mag dich nicht. Da wird's orange. Da sind noch mehr Kühe. Ui. Das ist ein Creeper. Dann explodier doch. Oder willst du nicht? Nein, der will nicht. Aua! Das
Skelett auch noch. Okay. Abtauchen. Pfeil. Gib mir den Pfeil. Aua! Alter, springt mir natürlich voll nach. Das ist ein paar Kühe. Gibt's hier sonst noch irgendwas Besonderes? Nee, das sieht so aus, als wäre es schon zu Ende. Sollte mir natürlich auch ein paar Kühe anlegen. Das werde ich aber dann auch noch machen. Da war doch noch eine Kuh. Oh, hier ist ein Riss. Schön. Findet man immer irgendwas, das Eisen? Sonst ist dann nicht mehr viel. Schade, habe ich mir mehr erhofft. Mal sehen. Hier gibt es auch kein Festland in der Nähe. Das finde ich halt ein bisschen scheiße. Schade. Schade echt. Echt schade. Ich könnte jetzt da unten ins Wasser reinspringen, aber mache ich nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Das sind Kühe. Ich weiß auf jeden Fall mal, wo ich dann Kühe herbekomme. Ich würde sagen, den Baum da drüben holze ich mir ab. Holz ich mich ab. Ich glaube, ich brauche mal wieder Holz. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich nehme auch mit. Drei Federn habe ich jetzt. Ist da sonst noch irgendwas? Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Creeper. Aber ist nur so ein komischer Oktopus. Das ist wieder das Höhlensystem. Und die Umgebung kommt mir wieder bekannt vor. Ist ein bisschen komisch, dass ich hier direkt auf einer Insel mitten im Ozean gespawnt bin. Drüben schwimmen noch ein paar Kühe. Sonst ist hier auch wirklich nichts. Wirklich gar nichts. Die Kuh nehme ich mir noch mit. Komm her, du Muku. Mann, ist das ein weiter Ozean. Was mich so richtig aufregt, dass ich hier in diesem, auf dieser Insel keine Schafe habe. Das ist nicht schön, denn ich brauche Wolle, für, damit ich mir endlich ein Bett machen kann. Oder ich kill einfach weiterhin Spinnen. Ist natürlich auch eine Option. Aber ein paar Schafe wären auch nicht schlecht. Da oben ist Baum. Ein Bäumchen. So, da hat es aufgehört zu regnen. Schön. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne, direkt über mir. Knallt mir direkt auf den Kopf. Ach, hier war wieder die Stelle, wo ich Sand abgebaut habe. Ich laufe hier einfach mal einmal um die Insel rum. Safari um die Insel. Aber. Autsch. Auf der Insel gibt es wirklich viel zu viele Kühe, aber kein einziges Schaf. Naja. Hier gibt es aber schon ein paar epische Flecken, um sich irgendwo was hinzustellen. So, Holz nehmen wir mit. Vielleicht baue ich mir jetzt dann auch ein Boot, um ein bisschen den Ozean zu erkunden. Zu schauen, ob da nicht wirklich noch was ist.
um die Insel rum. Oh, das Weizen ist fertig, genauso wie es Zuckerrohr. Ne, ist es nicht.